Ja, und damit Glück auf, liebe Leute. Herzlich willkommen zu diesem New Bike Day. Wer mein vorletztes Video gesehen hat, der wird noch in den Ohren klingeln haben, dass ich gesagt habe, das Ghost ist mein Bike der Wahl für 2024. Und ja, wie der Teufel so will, ist es manchmal so, dass sich Chancen bieten. Und in dem Fall gab es in meinem engeren Bekanntenkreis was zu verkaufen. Ja, und da will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Einige haben es in Willingen auch schon gesehen. Deshalb hier einmal für euch mein neues Bike. Voilà. Ja, ein Cube 215 SL aus 2022. Der liebe Thomas hat sich von dem Bike trennen wollen. Und ja, wie soll ich sagen? Wir haben ein super geiles Tauschgeschäft gemacht. Direkt vorab an der Stelle schon mal, Thomas, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Denn wenn wir ehrlich sind, ich hätte mir ein Bike in der Qualität mit so einer Ausstattung wahrscheinlich niemals selber geholt. Den mega guten Deal, den er mir da aber vorgeschlagen hat, da konnte ich eigentlich gar nicht ausschlagen. Thomas hat nämlich mein Bike im Tausch bekommen, hat das aber auch schon unter die Leute gebracht. Also Thomas ist da immer ruckizucki am Start und einige von euch haben es auch in Willingen schon gesehen, dass ich mit dem Bike unterwegs war. Eigentlich ist an dem Bike fast nichts mehr original. Der Thomas hat sich da richtig dran ausgelassen, wie an fast jedem Bike, was er so bei sich stehen hat. Das Bike ist Rahmengröße L. Ich bin ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Ich habe gedacht, L wird mir zu klein werden, weil ich ja sehr auf so einen mega langen Reach stehe. Und dieses Bike gäbe es auch in XL. Thomas hat sich damals für L entschieden. Thomas hat die gleiche Schritthöhe wie ich. Thomas ist ungefähr gleich groß wie ich. Und er sagte, ey, setz dich drauf, probier das. Das wird passen. Und ja, es passt. Es passt sogar mega gut. Ich glaube, die auffälligste Neuerung an diesem Bike ist einfach diese monströse Federgabel. Das ist eine Manitou Dorado Upside-Down-Gabel. Ich bin ehrlich, ich habe, wie der Thomas die damals in das Bike eingebaut hat, ich habe damals zum Daniel gesagt, boah Daniel, was baut der da für eine Motocross-Gabel in das Fahrrad ein? Das sieht ja schlimm aus. Also ich konnte mich an die Optik erst gar nicht gewöhnen. Fand das ganz, ganz, ganz ja, ungewohnt und nicht passend für ein Mountainbike. Und mittlerweile habe ich mich total verliebt. Also es brauchte seine Zeit, aber jetzt finde ich die optisch total geil. Und vom Fahren, ich muss zugeben, Leute, ich habe vorher noch nie ein Downhill-Bike unterm Arsch gehabt. Also das ist wirklich so eine totale Ruckaktion mal wieder von mir, wo ich sage, ey, ich will sowas haben, ich habe Bock darauf, das sieht optisch geil aus und ich glaube, es könnte zu meinem Fahrstil passen. Jetzt steht das Ding hier, diese Dorado. Ja, Besonderheit, Upside-Down-Gabel, deshalb habt ihr hier die dicken Tauchrohre unten. Die Standrohre nochmal eingepackt mit so einem Cover, damit ihr euch keine Steinschläge reinfahrt in die Laufflächen. Macht natürlich echt eine Motocross-Optik. Dazu ist der Thomas hingegangen und hat ein komplettes Title-Cockpit angebaut, was ich in dem Chrom mega, mega geil finde. Also ich stehe da total drauf. Das Cockpit ist super schön clean aufgeräumt, weil der Thomas außerdem hingegangen ist und hat die Kiste einfach mal auf Single-Speed umgerüstet. Also wir haben hier ein komplett krasses Parkbike einfach. Ein Gang, die Übersetzung passt für mich super. Ihr seid nicht damit beschäftigt, irgendwie rumzuschalten und den richtigen Gang zu suchen, sondern ihr ballert einfach von oben nach unten durch und macht euch da schon mal keine Gedanken. Wir haben an dem Bike standardmäßig Magura MT5 Bremsen dran und der Thomas hat die Gunst der Stunde genutzt und hat einfach mal Shimano Hebel verbaut. Shimano Deore XT Hebel, die Shigura Bremsen, die sind ja allgemein bekannt. Ich glaube, da ist viel drüber gesprochen worden. Habt da beim Tom wahrscheinlich auch schon viel drüber gehört. Nächstes richtig krasses Feature an dem Bike sind die Laufräder. Wir haben Noah Carbon Laufräder mit Hope-Narben. Die Narbe macht auch einen richtig guten Sound. Mache ich euch gleich nochmal einen kleinen Soundcheck. Optisch abgestimmt die Bremsscheiben auch von Hope. Sieht mega, mega nice aus. Der Thomas hat sich da auch sehr ausgelassen, fast was das Farbthema angeht. Also der hat diese orangen Akzente. Wäre für mich ein bisschen zu weit getrieben. Wer das Bike noch vom Thomas kennt und ey, in Willingen, ich bin über die Freeride gefahren und dann hörte ich nur von der Seite, da ist Thomas Fahrrad. Also Thomas und seine Bikes sind schon bekannt wie ein bunter Hund, muss man echt sagen. Das Sauerland kennt seine Klamotten. Ja, der hat das Thema für mich aber ein bisschen übertrieben, ist aber ja nicht schlimm. Ich habe vorne die Gabelcover, die habe ich befreit von dem Cube-Logo und auch den
Schutz gegen Steinschläge, den habe ich runtergeholt. Finde das Bike jetzt echt um einiges cleaner. Ich habe hier noch so Aufkleber liegen gehabt von meiner Loose Riders Brille und ich finde, die passen ganz gut. Am liebsten hätte ich echt die originalen Decals gehabt eigentlich auf der Gabel, weil ich die echt schön finde. Aber so passt das jetzt für mich. Ja, was man auch noch auf jeden Fall erwähnen kann, Thomas hat schon mitgedacht und hat für einen Schlepplift, ihr habt ja einen Olpe und in Greenhill habt ihr einen Schlepplift, den ihr vorne am Vorbau einhakt und das ist ja bei so einem Downhill-Vorbau ziemlich schwierig. Dementsprechend hat er hier schon so eine Klemme eingebaut. Ich glaube, das ist eine alte Sattelstütze. Und daran kann man sich dann auf jeden Fall einhängen in den neuen Liften. Da waren so silberne Chromec-Pedale dran, die natürlich auch geil zum Cockpit gepasst haben. Ich bin aber immer noch Stamp 7-Verfechter. Ich fahre die Dinger jetzt schon ein paar Jahre und bin da total zufrieden mit. Und habe ich gedacht, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Zumindest Kontaktpunkt an den Füßen. Sollte vertraut bleiben, wenn man schon auf eine komplett neue Bike-Kategorie wechselt. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Ich mag die, ich finde, die passen auch trotzdem noch zum Bike. Die hatte ich sogar auch vom Tom gekriegt, weil Tom wird ja jetzt ausgestattet und die brauchte der nicht mehr. Deshalb habe ich die jetzt hier dran. Die anderen Stamp 7 sind ans Trailbike gewandert. Richtig krass und ich weiß es noch gar nicht zu würdigen, aber viele haben mir gesagt, ist mega krass, ist der Dämpfer hier im Bike. Das ist ein RockShox Vivid Air Dämpfer. Und alle sind super begeistert von dem Ding. Ich habe da nur Positives gehört. Ich bin da im Banause. Ihr wisst, ich fahre immer die günstigsten Konfigurationen eigentlich. Und ich kann das Ganze jetzt nur im Kompletten bewerten. Und ich kann euch sagen, dieses Bike, jetzt wiegen Thomas und ich auch noch ähnlich viel. Und das Setup war direkt gut für mich. Ey, dieses Bike ist der absolute Wahnsinn. Ich war ja in Willingen jetzt schon einmal damit fahren. Und das ist so poppig, das Bike. Ne? Es ist der absolute helle Wahnsinn. Jo. Kann gar nicht genug Lobeshymnen für dieses Bike loslassen, zumindest was den Parkbetrieb jetzt zum Allgemeinen angeht. Fürs Racing, sagte Thomas auch, muss eher noch ein bisschen was umgebaut werden. Das Ding hat er wirklich auf Airtime gebaut und ich sag euch, Geschwindigkeit mit dem Ding, unglaublich. Was so Laufräder ausmachen, hätte ich nie für möglich gehalten, aber diese Schwungmasse, die da weniger ist, macht auf jeden Fall was aus. Jetzt kam auch noch dazu, ich habe mich erst beim Thomas über die Bremsen beschwert, bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass nicht die Bremsen das Problem sind, sondern ich habe den Luftdruck einfach nicht kontrolliert und Thomas hatte die Tubeless-Befüllung hier neu gemacht oder sogar komplett neue Reifen aufgezogen und dementsprechend waren die noch auf über 2,5 bar aufgepumpt. Deshalb haben die Reifen auch nicht gegriffen beim Bremsen. Ne? Da hatte ich mich erst ein bisschen, ja, war ich ein bisschen enttäuscht, habe gedacht, oh, die Performance von dieser Shigura ist ja totaler Müll. Und das hat aber natürlich auch dazu beigetragen, dass ich in Willingen auf den Flowtrails übelst schnell war. Und auch mit richtigem Reifendruck, ich fahre normalerweise vorne so 1,8, 1,9 und hinten 2, auch mit dem Reifendruck geht dieses Bike so nach vorne und so krass in die Luft. Es ist unglaublich und macht richtig, richtig Bock. Ich glaube, einer, der im Gegensatz zu mir richtig springen kann, der zieht einen Backflip über die Bordsteinkante damit. Das ist ein Wahnsinn und ich übertreibe jetzt nicht. Keins meiner Enduros, was ich bis jetzt gefahren bin, war so agil wie dieses Downhill-Bike. Es ist vollkommen Gaga. Ist aber vielleicht auch ein bisschen auf das Gewicht zurückzuführen. Dieses Bike, und wir haben es nochmal gewogen, mit meinen Pedalen wiegt einfach 15,6 Kilo. Vielleicht auch ein bisschen dem Single Speed geschuldet. Das ist natürlich keine schwere Kassette drauf, obwohl die Kassetten ja bei einem Downhill Bike auch nicht so groß sind. Schaltwerk fällt weg, ne? Keine Frage, sind so ein paar Faktoren, die damit reinspielen und es macht so einen Bock.
So, ich würde sagen, das war's jetzt für das Video. Vielleicht seht ihr es an meinem Grinsen. Ich bin richtig, richtig happy mit dem Bike und ich freue mich auf das, was alles noch kommt. Und ich werde auch nochmal nähergehend auf dieses Bike immer wieder eingehen. Denn das wird uns jetzt begleiten. Das jetzt sicher. 2024 wird Cube 215 Zeit. Ghost ist weg. Cube ist da. DH ist da. Ich weiß, ich habe gesagt, Enduro, Pipa, Pum. Aber es ist nun mal anders gekommen. Und bevor ich euch in den Sonntag entlasse, gibt es gleich noch einen kleinen Namencheck. Hub Sound wird geliefert. Hope-Narbe. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es dann heißt, Glück auf, liebe Leute. Lasst mir ein Abo da, schreibt einen Kommi, sagt mir, was ihr von dem Bike haltet und was ihr dieses Jahr fahrt. Und ja, ansonsten haut da rein. Euer Marc. Ciao.